gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Ihr Wochenkurier sucht Sie. Ab Juli dieses Jahres nehmen wir die Zustellung unserer Heimatzeitung wieder in die eigenen Hände. Dafür suchen wir Zeitungsboten, die in einem festen Bezirk am Wochenende den Wochenkurier austragen. Alle Prospekte sind schon drin, also Zeitung erhalten und ab in die Briefkästen. Sichern Sie sich so einen Nebenverdienst für Urlaub, Hobby oder was auch immer und werden Sie ein wichtiger Teil Ihres Wochenkuriers. Wir bedanken uns mit 10 Euro Willkommensbonus und warten auf Ihre Anmeldung unter Telefon 035 71 467 188. Nachzulesen auch in Ihrem Wochenkurier. Der Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Erleben Sie begeisternde Momente im Rödersaal Großröhrsdorf. Tanz, Varieté, Kino, Konzerte. Am 11. Juni kommt der beliebte Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Stumpf und nimmt seinen Programmtitel höchstpersönlich wörtlich. 11. Juni, Stumpi. Infos und Tickets auf rödersaal.de. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und willkommen zur letzten Drehscheibe Lausitz diese Woche. Ich begrüße Sie herzlich am Freitag, dem 2. Juni und freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir starten sportlich. In der Krabbertmühle in Schwarzkolm finden sich jedes Jahr die unterschiedlichsten Unternehmen zum Krabbert-Firmenlauf zusammen. Ein Spektakel, welches die Teams nicht nur untereinander zusammenschweißt, sondern von Jahr zu Jahr auch mehr Besucher anlockt. Der SC Krabbert-Firmenlauf steht in den Startlöchern. Am kommenden Mittwoch ist es dann soweit und rund um die sagenumwobene Krabbertmühle gibt es die vierte Auflage dieser abendlichen Laufveranstaltung. Eine Woche zuvor trafen sich Veranstalter und Organisatoren sowie Sponsoren, um letzte Absprachen für einen reibungslosen Ablauf zu treffen. Im Vergleich zu den Vorjahren wird es aber eine kleine Änderung bei der Streckenführung geben. Das heißt, die alte Strecke, die 2-Kilometer-Strecke bleibt bestehen und da kommt eine extra Schleife ran mit nochmal 2 Kilometer, sodass die Läufer, die 2 Kilometer laufen, die alte Strecke laufen und die 4 Kilometer laufen, nicht 2 Runden laufen, die laufen dann eine extra Schleife hinten. Das ist dann auch markiert und ausgeschildert, mit Ordner belegt, sodass die hinten im Wald dort abbiegen, auf die Zusatzschleife gehen und dann nur eine Runde laufen müssen. Damit es auf der Strecke und den zum Teil auch schmalen Pfaden nicht zu Rangeleien und dichtem Gedränge kommt, hat Volker Kloth noch einen Hinweis für die Teilnehmer. Beim Start sollte es doch so gehen, dass nicht alle mit immer gleich loslaufen, dass die Zeit wird vorne genommen beim Start. Also sobald sie über den Start- und Zielbogen gehen, also die können sich da ein bisschen Zeit nehmen und nicht alle mit ihnen im Pulk loslaufen, dass die im Prinzip die Firmen sich so im Gesamten als Team laufen können. Da der Sportclub Hoyerswerda einen guten Draht zu Petrus zu haben scheint, ist auch wieder mit sommerlichen Temperaturen zu rechnen. Und da wird es für die 4-Kilometer-Läufer, weil die etwas länger laufen müssen, noch einen Getränkestützpunkt geben. Es ist also angerichtet und dem Kampf um den Pokal, der in diesem Jahr von einem Holzkünstler aus See bei Nieski gestaltet wurde, steht nichts mehr im Wege. Der Malerbetrieb Gärtner Tuschke aus Kamenz wurde am 1. Juni von der Firma Heinrich Schmied übernommen. Das 1996 gegründete Familienunternehmen Natuschke beschäftigt derzeit 12 Mitarbeiter und kann auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. Einer der größten Aufträge, initiiert durch die DIW Kamenz, war dabei das Mitwirken an der koreanischen Botschaft in Berlin. Grund für die jetzige Übernahme sei laut Geschäftsführer Gerd Natuschke der Weggang eines langjährigen Mitarbeiters. Somit blieb ein Nachfolger für den Malerbetrieb aus. In Hinblick auf seine baldige Rente möchte er das Unternehmen nun in sicheren Händen wissen. Auch die derzeitigen Mitarbeiter werden dabei übernommen und auch Gerd Natuschke bleibt bis zu seiner Rente als Standortleiter aktiv. Gemeinsames Interesse nach der Übernahme besteht nun darin, die Gewerbevielfalt auszubauen, neue Mitarbeiter anzuwerben und für allgemeines Firmenwachstum zu sorgen. In erster Linie geht es mal für uns darum, die Mitarbeiter in persönlichen Mitarbeitergesprächen kennenzulernen, um größtmögliche Schnittmengen festzustellen, um Schulungsbedarf festzustellen, um einfach auch zu wissen,
worauf legt der Mitarbeiter Wert, worauf müssen wir uns einstellen. Es geht natürlich aber auch darum, um klar Erwartungen zu formulieren, was erwarten wir und das alles auf Augenhöhe immer im persönlichen Gespräch, sodass da auch der Mitarbeiter, Neuhochdeutsch, sich mitgenommen fühlt. Also es geht wirklich darum, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. Ich kann ja dazu noch nicht allzu viel sagen. Bis jetzt die Mitarbeit mit den Firmenmitgliedern bei der Firma Schmied, die jetzt uns ja, auf die Wege bringen mit der Technik und so weiter, ist es ein sehr gutes Zusammenarbeiten, dass wir einfach gemeinsam den Weg beschreiten werden die nächsten Jahre und dass der Standort Kamenz bestehen bleibt. Das ist mir ganz wichtig. Und ich denke, da ist in der Firma Heinrich Schmied, ja, die war ich am besten gestellt. Symbolisch wurden zuletzt Teile der Außenverzierung in Gelb überstrichen, um mit der Farbgebung der Firma Heinrich Schmied die Übernahme auch nach außen sichtbar zu machen. Weiter geht es jetzt mit den aktuellsten Kurznachrichten. Im Freistaat Sachsen wurden Änderungen im Kita-Gesetz beschlossen. Die Kommunen sollen mehr Zuschüsse je Kind bekommen und Geld für insgesamt 1000 neue Vollzeitstellen. Doch das reiche noch immer nicht aus, wie der Sächsische Städte- und Gemeindetag erklärt. Mehr dazu und weitere Meldungen vom Tag jetzt. Die vom Sächsischen Landtag beschlossene Änderung des Kita-Gesetzes enthält keine Dynamisierung des Landeszuschusses und stellt damit eine herbe Enttäuschung für die Städte und Gemeinden dar, so Bert Wensche, Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages in Vertretung von 416 Städten und Gemeinden in Sachsen. Eltern und Kommunen müssen demnach weitere Kostensteigerungen allein schultern. So wird sich der Streit um weitere Erhöhungen des Landeszuschusses in den kommenden Jahren fortsetzen. Zwar begrüße Wensche die beschlossene Erhöhung des Landeszuschusses um 200 Euro rückwirkend zum 1. Januar 2023. Die aktuelle Inflation, vor allem aber der jüngste Tarifabschluss, blieben dabei unberücksichtigt. Zwischen Wiederau und Herzberg wird am Montag, dem 5. Juni, die Fahrbahn der B101 erneuert. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen mitteilt, werden damit auch sämtliche Zufahrten der Landesstraße und der Feld- und Waldwege erneuert. Die etwa 2,5 Kilometer lange Strecke ist bis Anfang Juli zunächst voll gesperrt. Danach wird sie dann eingeschränkt wieder befahrbar sein. Insgesamt sollen die Arbeiten bis Anfang August andauern. Für die Zeit der Vollsperrung ist eine Umleitung ausgeschildert. Der Landkreis Bautzen steigt bei der Körsetherme ein. Am kommenden Montag wollen Landrat Udo Wietschers und der Vorstehende des Zweckverbandes Sven Gabriel eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen. Demnach übernimmt der Landkreis 51% der Verbandsanteile und trägt auch künftig die entsprechenden Kosten. Das Freizeit- und Gesundheitsbad in der Stadt Schürgeswalde-Kirschau ist seit dem Jahresbeginn geschlossen. Laut Landratsamt waren die Umsatzerlöse stark zurückgegangen. Außerdem befindet sich das Bad in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Für die geplante Sanierung rechnet der Landkreis mit Kosten in Höhe von 27 Millionen Euro. Bei einer angestrebten Förderquote von 90%. Die jungen Handballer des LHVB und D-Jugend aus Hoyerswerda standen vor wenigen Tagen internationalen Gegnern gegenüber. Beim Sonder-Jus Cup in Dänemark waren auch Teams aus Schweden und den Niederlanden dabei. Bei den Platzierungsspielen musste sich die D-Jugend in einem temporeichen Spiel mit 21:17 geschlagen geben. Am Ende erreichten sie aber mit einem beeindruckenden Sieg gegen Wittingen-Stöcken den 6. Platz in der Endabrechnung. Die B-Jugend konnte auch aufgrund von einigen Verletzungen nicht mehr siegen. Am Ende sprang aber trotzdem ein guter 8. Platz heraus. Und das, obwohl in Dänemark anders gepfiffen wird. Mehr Körpereinsatz und viel weniger Freiwürfe. Am Ende war es für alle 35 Handballer aus Hoyerswerda ein anstrengendes, aber erlebnisreiches Wochenende, berichtet der LHV-Nachwuchskoordinator Conny Böhme. Gerade die Spiele gegen internationale Gegner können nicht viele Sportler erleben. Gemütlich und abwechslungsreich. Das zeichnet den Sommer im Atrium in Hoyerswerda aus. Ursprünglich als gute Idee für Comedy, Theater und Konzerte während der Corona-Pandemie gedacht, hat das Ambiente so viele Zuschauer angelockt, dass es auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Mein Kollege Bernd Vogava hat sich vom Chef der Lausitzhalle alle Details zu dieser erfolgreichen Veranstaltungsreihe geholt. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer. Wir sitzen hier im wunderschönen Atrium der Lausitzhalle. Das hat natürlich einen ganz besonderen Grund, denn es geht um den Sommer im Atrium.
Eine klasse Veranstaltung, die es auch in diesem Jahr hier wieder geben wird. Und da wollen wir vom Chef der Lausitzhalle von Dirk Rolker dann mal in Erfahrung bringen, was sie da erwartet. Eine ganze Menge, so viel steht ja schon auf dem Zettel, ist auf alle Fälle vorbereitet. Ja, also die Erfahrung der letzten 2 Jahre, in denen wir sozusagen unser Sommeratrium gespielt haben, haben gezeigt, dass sowohl die Daten, die wir immer gewählt haben, also von den Zeiträumen her, das hat sich als eine gute Idee erwiesen, Donnerstage und Sonntage zu nehmen oder als Ausrutscher auch mal einen Freitag. Und so setzt sich unser Programm im Grunde genommen zusammen. Und von den Inhalten her hat man gemerkt, dass, ich sag mal, die Gastronomie, das sich wohlfühlen, das mal abschalten und lachen eigentlich, das ist, was unseren Bürgern oder unseren Gästen hier sehr gefällt. Wann geht's los? Also, wir starten am 8. Juni mit Erik Lehmann. Und da das Programm heißt Herr Lehmann, Best of Alles. Das ist also eine klassische Kabarettnummer und da freuen wir uns auf den Opener am 11.06. Also freue ich mich persönlich sehr darüber. Nils Heinrich, das ist also Comedy pur. Er bringt seine Gitarre mit und erklärt als junger Gebrauchter uns wahrscheinlich Älteren und Jüngeren, wie die Welt funktioniert. Also ist ein Programm, auf das ich mich unwahrscheinlich freue. Nils Heinrich war auch im letzten Jahr schon mal in Form einer Lesung hier bei uns in der Stadt und er freut sich natürlich auch, bei uns zu sein. So. Dann am 15.06. Yes oder Nie, das ist ein Improvisationstheater, total spannend. Das heißt, die Leute arbeiten interaktiv, auch mit den Gästen. Also da kann man sich dann auf ein paar Slapsticks im Rahmen dieses Comedy-Programms unwahrscheinlich freuen. Manga, großartig, das ist Violine, Fagott und der, sozusagen unser klassischer Beitrag, der am 22.06. hier bei uns gespielt wird. Worauf wir uns auch freuen, die Band immerhin, nämlich ein Hoyerswerder Urgestein oder Rock aus Hoyerswerder, so kann man es im wahrsten Sinne des Wortes bezeichnen. Wir haben ja dieses Jahr auch so ein Jubiläumsjahr, 600 Jahre Stadtrecht, 25. Todestag von Gundermann und Brigitte Reimann auch, sozusagen ein Ehrenjubiläum. Und wird sich auch bei uns im Stadtfest widerspiegeln. Und genauso war es uns jetzt wichtig, auch zu sagen, in Ordnung, die Akteure, die zu unserer Stadt gehören, die sollen auch ein Stückchen Plattform bei uns in der Lausitzhalle bekommen. Deswegen eben auch die Band immerhin hier bei uns auch ganz bewusst mit einem sehr, sehr begrenzten Eintrittspreis, damit wir auch unbedingt Jugendliche hier bei uns mit ansprechen können und zu sagen, hey, das ist eure Stadt, das ist auch eure Musik und natürlich auch der normale Gästerahmen wird hoffentlich begeistert sein. Was ich interessant finde, am 29.06. bei uns Wetz bei HY, das ist ja unser bekanntes Thema. Und dazu gibt es ja einen wundervollen Podcast, der hier durch die Stadt sozusagen den Bürgern ja gegeben wird. Und wir machen mal den Umkehrschluss. Das heißt also, die Protagonisten dieses Podcastes, was die Bürger seit Wochen ja in Einzelsendungen wahrnehmen können, sind bei uns hier vor Ort. So, und das heißt also, das ist, denke ich, auch eine ganz, ganz interessante Runde an diesem Abend, ist auch Eintritt frei. Also da hat man wirklich dann einfach mal Zeit, andersrum ins Gespräch zu kommen, das Ganze mit wundervollen Cocktails zu genießen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Rock, Pop, Big Band Style, das ist unser Thema am 6.7. und am 9.7. zum Abschluss sozusagen unseres Sommer im Atrium ist dann Christian Haase bei uns wieder hier solo zu Gast, sozusagen als Vorspiel im wahrsten Sinne, wenn er dann als Frontmann im September wiederkehrt mit der Seilschaft. Und es gibt ja nicht nur für die Gäste Kultur zu erleben, sondern es ist ja eine 2K-Veranstaltung, Kultur und Kulinarisches. Okay, das kannte ich noch nicht, 2K, gut, das merke ich mir, klingt gut. Das heißt also, unsere Cocktailkarte ist gut gefüllt. Wir haben auch unseren Sommer im Atrium Special Cocktail wieder im Angebot und sicherlich rechts und links davon natürlich die 1, 2, 3 guten Kleinigkeiten, die man essen kann, von einer Pizza angefangen über etwas Gebratenes. Das haben die Leute sehr wohlwollend aufgenommen und natürlich den Rahmen hier bei uns drumherum. Und da freuen wir uns sehr drauf. Wie komme ich dann an Karten ran?
Ja, eigentlich ganz normal wie zu jeder anderen Veranstaltung auch. Das heißt, Sie haben mehrere Möglichkeiten. Zum einen zu buchen, wenn man es ganz bequem von der Couch aus machen möchte, über die Homepage, über www.lausitzhalle.de. Dort sind die einzelnen Veranstaltungen aufgeführt. Kann man also im Online-Ticket ganz normal buchen. Dann selbstverständlich bei uns im Rahmen der Kassenöffnungszeiten an den Kassen. An den Abendkassen selbstverständlich auch noch, sofern Karten dort erhältlich sind. Man muss dazu sagen, die eine oder die andere Veranstaltung ist eben auch schon gut anverkauft. Wunderbar. Also eine Karte vorbestellen ist sicher nicht die schlechteste Idee. Dann hat man seinen Platz sicher. Da haben wir alles gesagt zum Sommer im Atrium 2023. Ich wünsche viele zufriedene Gäste und tolle Veranstaltungen auch in diesem Jahr. Ja, und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch für Ihre Unterstützung. Und ich würde Sie einladen, auch mal vorbeizuschauen. Ja. Na, vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Holker. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Und ich wünsche natürlich auch Ihnen tolle Veranstaltungen, tolle Abende hier beim Sommer im Atrium in der Lausitzhalle Neujahrswerda 2023. Lasst euch verzaubern zum 4. SC Grabert Firmenlauf rund um die geheimnisvolle Schwarze Mühle. 5 bis 10 Starter bilden ein Firmenteam und laufen auf einer 2- oder 4-Kilometer Strecke für gemeinsame 20 Kilometer. Ein unvergesslicher Sommerabend mit Wettkampfcharakter, Teamgeist und gemütlichen Ausklang in der Grabert Mühle. Der SC Grabert Firmenlauf startet am 7.6. 18 Uhr. Alle Infos und Anmeldungen unter sportclub-heuerswerda.de. Wir sind die Region, genauso wie ihr. Ihr habt Talent, genauso wie wir. Zusammen geht's besser, ihr werdet es merken. Gemeinsam verdoppeln wir unsere Stärken. Pläne gedeihen, Ansprüche wachsen. Bei 600.000 Kunden in Sachsen. 600.000 Mal sagen wir, klar, wenn ihr uns braucht, dann sind wir da. Weil es um mehr als Geld geht. Lausitzwelle und Tour zum Berufemarkt Plus an diesem Samstag Open Air in Kamenz im Behördenpark Macherstraße. Unternehmer treffen Talente und präsentieren zahlreiche Ausbildungsstellen. Schüler und Schülerinnen erleben Berufe und können sich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr informieren. Mehr Infos im Netz unter berufemarkt.com. Willkommen zurück. Wir schauen jetzt zu den aktuellen Meldungen der Polizei in unserem Sendegebiet. Auf der A4 sorgten gesundheitliche Probleme bei einem Lkw-Fahrer für erheblichen Sachschaden und einen großen Schock bei den Beteiligten. Das und mehr jetzt. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen einen hohen Sachschaden verursacht. Der 46-Jährige war auf der A4 in Richtung Görlitz unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit ca. 30 Warnbaken und fuhr dann auf den Parkplatz Rödertal. Dort rammte er eine Sattelzugmaschine und touchierte zudem seitlich die Bordwand des LKWs. Anschließend fuhr er gegen eine Lärmschutzwand und auf einem parkenden VW auf. Der Crafter schob aufgrund dessen ein Fiat zur Seite. Der Unfallfahrer und seine Insassen erlitten dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus. Beamte der Autobahnpolizei nahmen den Verkehrsunfall auf und sperrten die Einfahrt des Parkplatzes Rödertal. Der Sachschaden belief sich auf ca. 50.000 Euro. Unbekannte haben vermutlich am Mittwochabend ein illegales Lagerfeuer in einem Wald am Hempel in Friedersdorf entzündet. Offenbar löschten die Zündler die Flamme nicht vollends ab und der Wind entfachte die Glut wieder. Durch die Hitze wurde ein Stück Waldboden sowie ein Baum beschädigt. Ein Zeuge, der das Glimmen bemerkte, griff schnell ein, löschte die Glut und verhinderte somit Schlimmeres. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der zuständige Kriminaldienst ermittelt nun aufgrund des Herbeiführens einer Brandgefahr. Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr in die Johannes-Erbecher-Straße in Senftenberg gerufen. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein Haufen Unrat in Brand geraten. Durch die Flammen wurde eine nebenstehende Garagenfassade beschädigt. Durch das frühe Eingreifen der Kameraden und Kameradinnen konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt.
Einstiegs waren wir ja schon in der Krabbertmühle in Schwarzkolm und auch in unserem Kalenderblatt geht es heute um Krabbert, genauer gesagt um Johann von Schadowitz. Genau vor 319 Jahren wurde er in Wittichenau beigesetzt. Einen Blick zurück auf seine Geschichte haben wir jetzt für Sie. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Johann von Schadowitz, in unserer Region besser als Krabbert bekannt, wurde am 2. Juni 1704 in der Pfarrkirche zu Wittichenau beigesetzt. 1624 in Kroatien geboren, stand er später im Dienste der sächsisch-kurfürstlichen Leibgarde Johann Georg II. Und später auch des III. Kurz vor dessen Tod soll Schadowitz für seine Verdienste den Gutshof von Särchen als Altersruhesitz zum Geschenk erhalten haben und geadelt worden sein. Im Dorf entstand dann auch der Name Krabbert, abgeleitet von Kroat, also seiner Herkunft. Unter Schadowitz erlebte Särchen eine Blütezeit, was zu seiner späteren Legendenbildung beitrug. Der Oberst war ein ungewöhnlich großer Mensch und ein südlicher Typ, wodurch er sich von den Dorfbewohnern unterschied, die ihm auch zahlreiche ungewöhnliche Verhaltensweisen nachsagten. Dadurch wurden ihm übermenschliche Fähigkeiten zugeschrieben, da er viele Länder bereiste, andere Sitten und Bräuche kennengelernt hatte und diese mit in das abgelegene Großärchen brachte, gelangte er in den Ruf eines Zauberers. Das Sterbedatum des Obersten, der 29. Mai 1704, ist im Totenbuch von Wittichenau verzeichnet und mit der Bemerkung versehen, dass er im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Bei einer Gesamterneuerung der Pfarrkirche von Wittichenau wurde im Juli 1933 das Grab von Schadowitz geöffnet. Seine aufgefundenen Gebeine wurden zusammengelegt, fotografiert und wieder beigesetzt. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nach dem Blick in die Vergangenheit folgt an dieser Stelle wieder der Blick in die Zukunft. Das Wochenende steht nämlich vor der Tür und meine Kollegen Janine und Alexander erzählen uns wieder, was uns in der kommenden Woche in unserem Programm erwartet und natürlich, welche Highlights sonst noch im Kalender stehen. Los geht's! Da sind wir wieder. Es ist wieder Freitag. Strahlender Sonnenschein um uns herum. Wir haben uns wieder rausgewagt. Und ja, mitten in die City von Hoyerswerda. Genau. Auf den Altstadtmarkt. Da steppt der Bär, da tobt das Leben. Auf den Altmarkt. Momentan ist es ein bisschen ruhig, die bereiten sich alle aufs Wochenende vor. Korrekt. Deshalb mehr Platz für uns. Richtig. Und mehr Kulisse hinter uns. Genau. Schön, dass Sie wieder mal mit dabei sind. Genau. Entschuldige, Alexander, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du schön, weißt ja, 50-50, weißt du ja. Schon wieder. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute für die Wochenvorschau. Ich muss gerade mal aufs Datum gucken. 5.6. bis 9.6. tatsächlich schon. Genau. Wahnsinn. Und vor allen Dingen sind das wieder 5 Tage. Jedes Mal schrecken wir uns. Das ist verrückt, oder? 1., 2., 3. und so weiter. 2, 3. Kalenderwoche Wahnsinn. 23. Ja. Wir legen los. Mit jeder Menge Programm. Wir haben eine bunte Woche vorbereitet. Mhm. Mit schönem Wetter hoffentlich. Ja, Montag geht's los mit Blümsche. Mit Blümsche? Na klar. Gucke. Alles Lausitz, natürlich Lausitz. Löwenzahn. Löwenzahn mit Peter Löwenzahn. Lustig. Löwenzahn. Kennst du noch? Ja, natürlich kenne ich Peter Lustig, der noch gesagt hat zum Schluss der Sendung, jetzt macht mal was anderes. Punkt. Punkt, genau. Ja, schöne viele Beiträge haben wir wieder. Wir wollen aber nicht ins Detail gehen, weil Sie sollen ja schauen Richtig. Nächste Woche. Ne? Bisschen Spannung soll ja bleiben. Ganz so genau. Sieht's aus. Richtig. Aber ein schönes Kulturfenster haben wir wieder vorbereitet. Diesmal aus dem Elbe-Elster-Kreis. Mhm. Melina Gogolin. Oder heißt es Melina Gogolin vielleicht? So mit ein bisschen Akzent ist auch schön. Ne? Mhm. Wir machen das jetzt einfach mal so. Spielt Bass und Keyboard. Richtig, unter anderem. No. Mhm. Ja. Nicht schlecht. Und performt einen tollen Song für uns. Also ich könnte jetzt ja alles vorlesen, aber ich überlasse Ihnen das sich einfach anzuschauen. Das ist viel einfacher. No. Ganz genau. Was haben wir noch kommentiert? Moment, bevor man dazu kommt, natürlich immer wieder der Hinweis. Wenn Sie denn jemanden kennen, der stricken, kochen, backen, besonders gut tanzen, was erzählen oder Geschichten schreiben, was auch immer kann, dann gerne an uns. Unter info@lausitzwelle.de. Dann melden. Richtig. Bescheid geben. Wir freuen wenn uns. Sie jemanden kennen oder Sie sind selber derjenige. Dann kommen Sie ins Fernsehen. Ja, so wie wir heute hier mitten auf dem Altmarkt in Hoyerswerda. Ich muss das nochmal sagen. Ich freue mich. Wir haben auch viele Zuschauer um uns, die man jetzt gar nicht so sieht. Also richtig. Schön. Die stehen leider alle hinter der Kamera. Wir freuen uns. Weil da sehen die uns besser. Ja, genau. So, ja. Jetzt kommentiert. Jetzt kommentiert, genau. Der Rolf Karbaum. Mhm. Die Drei-Parteien-Koalition, sein Thema. Klingt spannend. Was auch immer dahinter steckt, weil Koalition ist ja in aller Munde, jeden Tag aufs Neue. Und wir werden hören und sehen, was dahinter steckt. Richtig, ja. Umfrage der Woche. Ja, ganz spannendes Thema, bin ich sehr gespannt. Lausitzwelle, wie gut kennen Sie uns? Mhm.
Und woher? Und wieso eigentlich? Hören Sie uns, sehen Sie uns. Ja, es wird interessant. Genau. Spannend. Da machen wir gleich sozusagen die Medienerhebung nebenbei. Ja. Wir vielleicht uns ja sogar hier auf dem Altmarkt in Hoyerswerda. Absolut. Im gesamten Sendegebiet machen wir eine Umfrage. Sehr schön. Mhm. Dreh mal dein Blatt. Wir drehen das Blatt und stellen fest, im Radio nächste Woche ist der Bernd Vogaber für Sie zu hören. Genau. The Master himself wird die nächste Woche jeden Tag aufs Neue wieder wecken. Genau. Also einfach einschalten. Wieder ein tolles, sommerliches, buntes Programm. Mhm. Und was wir natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, wenn wir gerade mal beim Radio sind, im Radio laufen ja die ganze Woche schon die Verlosungen zum Thema Frank Proft. Genau. Also die CDs werden dann ausgelost Anfang nächster Woche. Und ich glaube, ja, es ist schon im Gange, dass die Karten gezogen werden. Richtig, weil die müssen ja morgen dann schon in Aktion sein. Ja, morgen geht's los. Stimmt. Also seien Sie überrascht, wer gewonnen hat. Genau. Das kriegen Sie über unsere Kanäle dann schon irgendwie mit. Richtig, das erfährt man auf jeden Fall. Genau, wir werden auch vor Ort sein. Und ja, weil wir ja heute, ich muss nochmal auf den tollen Ort heute zurückkommen, mitten im Hoyerswerda auf dem Altmarkt sind, haben Sie tolle Ideen, wo wir einfach mal die Wochenvorausschau drehen. Genau. Also nicht zu hoch, nicht zu tief und nicht zu gefährlich. Richtig. Dann melden Sie uns, melden Sie sich. Bei uns? Ja, richtig. info@lausitzwelle.de. War doch richtig. Melden Sie es uns. Ja. So einfach ist das. Kontinuums. Wir sind gespannt. Genau. Genauso wie Sie es sein dürfen auf das Programm in der nächsten Woche. Danke fürs Einschalten. Mhm. Eine schöne Zeit. Richtig. Vielleicht sieht sich der ein oder andere im Fernsehen hinter uns. Möglich ist alles. Richtig. Beim Shoppen erwischt. Machen wir sehr gerne. Ein schönes Wochenende für Sie und bis nächste Woche. Genau. In diesem Sinne, tschüss. Morgen ab 14 Uhr findet das Kinder- und Familienfest in Laurus statt. Neben einem vielseitigen Programm lädt der Kulturverein Freunde des Kulturhaus Laurus zum Besucher verschiedenster Ständen ein. Neben Verpflegung und kreativen Ständen sind auch die Polizei und Musikschule vor Ort. Voraussichtliches Ende des Festes ist um 21 Uhr. Für Musikbegeisterte gibt es kommenden Samstag um 19 Uhr einen kurzweiligen musikalischen Abend in der Pillnitzer Straße 71 in Radeberg. Vor und nach dem Konzert gibt es Essen und Getränke. Die Big Band des Humboldt-Gymnasiums Radeberg ist für die Musik verantwortlich, während der Verein des Taubblindendienstes die Veranstaltung organisiert und leitet. Das Konzert sammelt Spenden für diesen Verein und würde sich sehr über eine kleine Spendenabgabe freuen, da der Eintritt frei ist. Am 4. Juni ist Welterbetag, weshalb der Muskauer Park als UNESCO-Welterbestätte zum Schlendern einlädt. Egal, ob Sie Pücklers knallrotes Schloss oder die Doppelbrücke interessiert, lohnt sich ein Besuch zur Feier des Welterbes. Seit 2004 ist der Muskauer Park Weltkulturerbe und erinnert an Hermann Fürst von Pückler-Muskau mit seinem schillernden Leben. Heute gab es einige Wolken bei 20 Grad, was perfekt war, um sich sportlich in der Natur zu betätigen. Die Sonne zeigte ihre Strahlen erst gegen Abend, weshalb man die Sonnenbrille heute zu Hause lassen konnte. Nachts jedoch ist der Himmel wieder klar und es wird weniger kühl als am Vortag mit 9 Grad. Samstag erwartet uns erneut sehr viel Sonne. Die Temperaturen bleiben konstant bei 20 Grad über den Tag. Die Nacht wird deutlich kühler bei 7 Grad, weshalb man noch einmal eine Jacke braucht, um am klaren Himmel die Sterne zu bestaunen. Im Bergland wird es wieder spürbar kühl bei 17 Grad, jedoch bleibt uns die Sonne über den Tag erhalten. Vormittags kann es stärkere Windböen geben, nachts braucht man auch hier etwas Wärmeres zum Anziehen, falls man die Sterne bei kühlen 8 Grad anschauen möchte. Auch der Sonntag bringt viel Sonne mit sich und das Badewetter kommt zurück. Die Temperaturen steigen wieder auf 24 Grad, in der Nacht kühlt es sich noch einmal deutlich auf 7 Grad ab. Der Himmel zeigt auch am Sonntag seine vielen Sterne. Zum Start der Woche steigen die Temperaturen auf 26 Grad. Die Wolken bleiben auch am Montag fern, weshalb man auch an diesem Tag im See baden kann. Nachts wird es wieder klar und es kühlt sich deutlich auf 9 Grad ab. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Alle Nachrichten und Infos finden Sie natürlich auch im Internet auf lausitzwelle.de. Wenn Sie lieber bei Facebook und YouTube unterwegs sind, dann lassen Sie uns gern ein Like da und abonnieren Sie unseren Kanal. Dort gibt's alle Beiträge noch einmal zum Nachschauen und Teilen. Haben Sie jetzt noch ein schönes Wochenende, wo auch immer Sie uns zuschauen. Bis Montag, auf Wiedersehen.
und informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.